Oh, moin moin und herzlich willkommen hier auf unserem Trompetenstream. Es ist 19:30 Uhr, es ist Sonntag, es ist ein wunderschöner Tag, es ist alles bescheuert, also wie immer. Ich begrüße damit erstmal meine Co-Trompete hier, den Baldi, also den zweiten Teil oder den ersten Teil, die andere Hälfte ach du Scheiße, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Also die Die andere linke Pobacke. Trompete, ja, die linke Pobacke von den Anus-Trompeten. Erstmal herzlich willkommen, Waldi. Ja, moin moin zusammen. Grüßt euch. Und damit auch den Dauergast Andreasen. Er ist, ja, wie gesagt, also er ist so wie, ja, ich habe keine Pommes mit Ketchup oder Mayo oder Pommes mit Salz. Das ist irgendwie, das, so, moin. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ja, und wir spielen tatsächlich das erste Mal seit einer sehr, sehr langen Zeit mal wieder GTA Online. Wahrscheinlich habt ihr gedacht, okay, GTA ist ein bisschen raus. Hab ich auch gedacht. Oder wir haben das gedacht. Ich hatte das schon gar nicht mehr installiert gehabt. Ich habe gedacht, hä, GTA, ernsthaft jetzt? So richtig so GTA jetzt? Das ist ja schon so richtig so. Ich meine, 2013 rausgekommen, er ist ausgelutscht. Habe ich gedacht, das Ding wird nichts mehr. Aber jetzt haben die ein neues Update rausgebracht, Arena Wars. Dadurch haben Waldi, Andreasen und ich das erste Mal seit einer langen Zeit mal wieder GTA gespielt. Und ganz ehrlich, wir waren mal wieder so von angefixt gewesen. So richtig so oldschool. Das ist das, was wir Jahre hinweg und wirklich sehr, sehr viel gespielt haben. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir das gespielt haben, Waldi, hast du mitgezählt? Auch nicht, ne? Tage. Wir kommen auf Tage. Das sind schon keine Stunden mehr. Es sind Tage. Nee. Ja, also wirklich durchgehend. Das ist echt krass und Wahnsinn, was wir da durchgezockt haben. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Jetzt auch wieder durch die alten Playlisten und selbstgebastelte Jobs und so weiter und so fort. Und genau das Genau so. genau das wird euch heute wieder erwarten. Und ich bin hier auch schon direkt in meiner Arena hier quasi. Also ich habe mir so eine Arena-Werkstatt gekauft und ist mir ein Haufen Geld, ist mir dabei flöten gegangen. Ich habe gedacht, ey, scheiße drauf, das mache ich jetzt mal. Ich habe noch so ein bisschen, ja, so 17 Millionchen habe ich noch im Konto. Also ein bisschen was habe ich hier tatsächlich noch. Es stammt tatsächlich noch aus meiner Hardcore-Spielphase. Ja, und das ist die Werkstatt. Ich weiß nicht, was ich da sonst zu sagen. Es ist halt eben die Werkstatt. 30 Autos kann man da drin machen, also da drin lagern, jede Menge Garagen. Ich habe mir auch hier so ein komisches, wie heißt das hier, so ein Monster Truck habe ich mir noch gekauft und ja, so ein bisschen was. Und genau das wird euch heute erwarten. Anders, ich freue mich schon drauf. Coole Sache. Oh, hier geht jemand gegen die Wand geschissen. Was? Aber mit Hochdruck. Ja, geil. Ja, komm mal her, guck das mal an. Uno, Momento. Andreasen, magst Hier. du, wollen wir zusammen mit unserem Gefährt dahin, mit meinem Gefährt dahin fahren? Ich Oder bin musst du nur jetzt noch schon hierher kommen? da. Das ist doch ein Arschloch. richtiger großer Kackfleck, Arschloch. Anna, am Das Ball. würde ich auch so sehen, Messier. ja. Ah. Ja, oder Periode. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn du dich jetzt hier so hinstellst, dich bückst und einfach nur drückst, dann landet da so ein Klatscher. Ich bin mir nicht sicher, also sollte deine Anatomie so funktionieren, dann solltest du zum Arzt gehen. Du, alles muss raus, ne? Interessant finde ich auch dieses Bild hier von diesem Waldi hier, der einen Stock durch seinen Körper hat. Das hat was, ja. Aber das ist doch Original Waldi, oder? Ja, würde ich sagen. Ja. Gut Oh, ich hab getroffen. noch mehr Haare. Mehr Haare. Der hat mehr Haare hier. Ja. Stimmt, ja. Ja, Waldi, du befindest dich auch noch im Passivmodus. Bewusst. Ich weiß, wer neben mir steht. Was hältst du überhaupt von meinem neuen Outfit hier, Waldi? Hübsch, oder? Hol dir keine Erkältung, mein Freund. Es ist zwar wärmer geworden, aber es so die Hardcore, weiß nicht, 20 Grad, den Hand 20 Grad Bereich haben wir noch nicht. Ja, weil die, deswegen hat er ja auch Handschuhe angehabt. Okay. Ah. Ah.
Okay. Ah, siehste, erstmal vielen, vielen Dank an Alt-Ernie, der uns gerade hostet auf Twitch. Ja, das ist aber sehr nett. Dankeschön, Ja, Alt-Ernie. wollen wir mal mit unserem kleinen Gefährt hier losfahren? Ich bin drin. Andreasen ist hinten. Der ist immer hinten. Mal eben einen Schluck aus meinem Gesöff nehmen. So. Also Ja, beim das letzten Mal ist. sind die Autos noch richtig schön geflogen. Ja, tun sie jetzt auch, wenn ich die richtige Geschwindigkeit habe. Ah, ja, So so kann es macht das niedlich, doch oder? Spaß. Ja. Also ich habe hier übrigens auch. Also hier so eine kleine Waffe hier mit eingebaut. Ja, Du die stehst fliegen auch auch nie im ordentlich. Stau damit. Nö, nicht so wirklich nach dem Angebot. Ah, ja. Neue Attentatsmission. Ich habe keine Ahnung, was. Ich weiß das nicht. Au! El Polente ist hinter uns. Ja. Hinter uns? Also hinter uns her, sagen wir es Ach mal so. so. Mensch, du, das ist ja nicht mehr wahr. Mal gucken, ob wir über den Magger hier rüberspringen können. Probier's mal, niemand schießt. Ha? Yeah! Hat geklappt. Alter Schwede. Also manchmal wünschen würde ich mir das auch, wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin. Einfach mal. Ich Ich würde meine, die du hast keine. Krankenwagen so ausrüsten. Ja, genau das sehe ich auch so. Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr. Gerade Krankenwagen und Feuerwehr. Ich meine, hallo? Konkurrenzkampf, Gütertyp Ware. Nee, das will ich gerade nicht. Au. Jau! Aber das Schöne ist, das Ding ist echt gut gepanzert und irgendwie kann ich. Ah ja, genau, auf Rechtsklick. Kann ich hier nämlich auch ein paar Minen versenden quasi. Hat so ein bisschen was von Mad Max. Voll geil. Ja, daran muss ich auch denken. Boom. Ob man damit den Zug endlich mal stoppen kann? Nein. Ich glaube nicht. Ich Nix glaube, kann das den wird Zug nichts. stoppen, ne? Ich glaube, viel eher wird das Spiel komplett crashen, als dass irgendwie der Zug anhalten würde. Ich glaube, nicht mal Superman kann den Zug stoppen. Ey, komm. Superman, ja, der kann also grundsätzlich erstmal alles. Es sei denn, es ist ein Kryptonit-Transport, dann wird das nichts, aber. Okay. Spring doch. Ach ja. So, und du auch noch? Zack. Ja, wunderschönen guten Abend. GTA 5 und Pokémon Zocker 91. Das ist aber ein Name, du. Heieieiei. Ja, moin, sei Two in one? gegrüßt. Ja, genau. Wow, das ist eine Kombi. Also, Sollte dir cool. gefallen. Ich meine, du Ja, bist ja also. sowieso so ein Nerd, was das betrifft. Ja, Nerd vielleicht nicht gerade, aber Pokémon Go hat mir sehr viel Spaß bereitet. Tut es ja immer noch. Ja, es ist wieder weniger geworden. Du machst meiner Frau Geschenke. Jetzt schon lange nichts mehr von mir erhalten. Es tut mir so leid. Das stimmt, ich höre es andauernd. Der Waldi, der hat meine Geschenke noch gar nicht angenommen. Ich so, ja, red mit dem. Ich habe mit Pokémon nichts am Hut. Tut mir so leid, ich habe davon keine Ahnung. Ich würde Pikachu noch erkennen, aber das war es, glaube ich, auch schon fast. Cool wäre doch, wenn man in GTA Pokémon Go, also wie à la Pokémon Go denn noch spielen könnte. So läufst du durch die Gegend, fängst Pokémon. Ja, das stimmt. Nenn mich gerne Sven. Ja, das machen wir. Sven, moin.
Vielen Dank. Wir sind übrigens die Arnos-Tompi, also Dan und Waldi. Ja, ich bin der Dan, der andere ist der Waldi und Mr. Moin. Andreasen. Mr. Moin, moin. Andreasen, sein Vorname ist Mister und sein Nachname ist Andreasen. Es ist ganz merkwürdig. Ich hab keine Ahnung, frag seine Eltern. Yeah. Und das finde ich ja geil hier. Ey. Die Dinger, die fliegen ja so durch die Gegend, ne? Oh, Heieiei. der war schon, das war ein dicker Brocken. Ja. Wie habe ich das Fahrzeug nochmal genannt? Analschleuder? Nee, Anal. Wie war das nochmal? Analspreizer, glaube ich, ne? Spreizer. Ja, darf ich, glaube ich, auf Twitch hier gar nicht so laut sagen, aber. Ich meine, was kann ich dafür, wenn dieses Fahrzeug hier so heißt, ja? Hallo? Selbst benannt natürlich. Nein, es kommt von Rockstar, bin ich mir ganz sicher. Ja, Nochmal also einfach sein. aus Versehen so eingebaut. So richtig. Yeah, ah, ich habe gedacht, den kriegen wir jetzt irgendwie auf den Buckel gesetzt oder so. Ah, hey ihr. Ja. Coole Sache. Ich weiß ja nicht, dann hast du mit Sicherheit, Sven, ja auch schon das neue Update. Wie gefällt dir das denn eigentlich? Also ich persönlich bin ja absolut begeistert von den Arena Wars. Also wir sind begeistert davon. Wir haben es ja auch ein bisschen gespielt schon und ich muss sagen, es ist sehr interessant. Zwar noch nicht alles, wir sind auch um Gottes Willen keine Profi in diesem Modus. Profis, aber uns hat's gefallen. Wie sieht's denn bei dir aus? Okay, nee, alles klar, alles klar, alles So, der klar. Käfer liegt auf der Seite. Jo, ich würde mal sagen, ich hau mal die Beulen weg. Weg. Mal eben ganz kurz, niemand schießt mehr. Und dann können wir Du vielleicht rufst mal doch direkt Lester in so an. einer. Ja, bin ich auch gerade dabei. Aber das ist sehr doof, wenn Andreasen die ganze Zeit schießt. So, okay, alles klar. Jetzt haben wir's. Dann können wir vielleicht mal eben eine Liste starten, oder? Schon mal? Was hältst du denn davon, damit wir das hinkriegen? Ja, sehr gerne doch. Trompete, da haben Ich will mal eben ein bisschen Also, zum Schotter rum. ich bin begeistert davon, aber habe momentan noch keine Arena War. Ja, nee, das kostet ja auch alles einen Haufen Kohle. Also ich habe auch. Ja. Aber schön ist es jetzt, was mir persönlich ganz schnell die Musik ausschalten übrigens, Waldi, sobald du da drin bist. Oh, ja. By the way, wir müssen hier übrigens auch die eigenen Fahrzeuge ausschalten, weil Herr Andreasen hat leider noch keine eigenen Fahrzeuge. Dementsprechend müssen wir hier ein bisschen, ja, damit es fair bleibt. Ne? Wir können ja vielleicht mal ein Rennen machen mit eigenen Fahrzeugen. Ich hoffe, das ist okay. Aber ansonsten lassen wir die hier aus. Wie gesagt, aus dem Grund, damit es fair bleibt. Wir sind halt eben so ein bisschen so Fairness-Spieler. Ja? Sei denn, es ist der GTA-Modus. Da ist mir auch Andreasens Hintern egal. Den baller ich so weg. Ja? Aber ansonsten. Nee, aber das stimmt. Dieses Arena War, die größte Veränderung für mich persönlich ist ja, dass du in der Arena-Werkstatt selber jetzt einen Verkaufsmodus hast. Also das heißt, du kannst deine Fahrzeuge direkt in der Werkstatt verkaufen. Ansonsten musstest du ja immer zu den Tuning-Shop hin und das hast du jetzt nicht mehr. Du kannst direkt deine Fahrzeuge, wenn du sie jetzt so kennst vielleicht, ja, du hast ein Fahrzeug getunt oder hast es dir gerade gekauft für ein paar Tausend oder ein paar Hunderttausend oder Millionen oder was auch immer und du denkst, Alter, ehrlich jetzt, damit kann man ja gar nichts anfangen. Irgendwie ist das auch Kacke. Musst dann zum Tuning-Shop und so. Das kannst du jetzt direkt in der Webshop machen. Sehr geil. Ich starte übrigens, ja. Ach Mensch, Jo. red keinen Schmarrn. Wieso? Ja, das ist Schmarrn? alles. Hallo? So, ich bleibe beim Sintrono, kann sein, weil ich mag das. Ich mag die Kiste. So, ich wette mal. Also ich überlege gerade, ob ich mitzocken soll. Habe auch eine PS4 mit GTA 5. Aber wir spielen eine Spieleliste, muss sehr schnell sein, ne? Also prinzipiell grundsätzlich immer. So, Soll ich erst meinen Wagen
dreckig werden. Du lässt deinen Wagen dreckig werden? Ja, ich habe weiß genommen. Das sieht man schneller. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird keine gute Landung. Ach, verdammt, der. Ja, Karma, mein Freund, Karma. Denk dran, das betrifft doch gleich dich. Ach, hält mich doch, gar nichts betrifft mich hier. Nicht? Nein. So ein Scheiß, aber auch, ey. Ne. Muss vielleicht noch ein bisschen üben. Ich habe von der Luft ausgeschossen. Ja, kannst mal sehen, wie scheiße du darin bist, ja? Oh, scheiße. Schräg, 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 schräg. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Andreasen und ich haben uns übrigens gegenseitig abgeschossen. Das ist sehr geil. Oh, wow. Das finde ich cool, ne? Bemerkenswert. Ja. Och, komm. Ach, verdammt. Ich habe mich gerade auf den Kopf gelegt, weil die möchtest du wenigstens ein bisschen Mitleid haben jetzt mit mir. Ich meine, das ist ja scheiße. Ich hatte zu wenig Schwung und bin zwischen allen gelandet. Ja, das ist scheiße. Nee, den PSN-Lord habe ich tatsächlich noch nicht drin, mein Bester. Den habe ich tatsächlich noch nicht drin. Aber das ist vielleicht mal eine gute Idee. Vielleicht sollte ich den tatsächlich noch hinzufügen. Alter, ich höre nur Peng, Puff und alles Mögliche. Ja. Weil die hab ich dich auch erwischt. Nee. Verdammt. Aber ja, du hast mich erwischt. So, wie weit bist du? Kannst reinfahren. Okay. Boah, ich glaub's nicht, auf den letzten Meter noch. Was? Ein Salto gemacht. Warum? Achso, ja, das wüsste ich auch gern mal. Ach, leider nur zweiter. Oh. Erst, tut mir leid, dass ich erst geworden bin. Echt. Sehe jetzt erst auch den Mund dazu bewegen kannst bei der alten Figur. Sehr geil, ne? Oh, Andreas, aber die schnellste Runde gefahren. Mit Abstand die schnellste. Ja. Du kannst dich doch sicherlich daran erinnern, dass ich vor 2 Tagen ein Video in den Chat gesendet habe mit dem komischen Typen auf dem Balkon, der merkwürdige Bewegungen macht. Ja. Ja. Achso. Heute hatte ich wieder so einen geilen. Ich bringe gerade Müll runter. Da läuft einer vor mir mit einer Flagge und schwenkt eine große Flagge. Ich habe erst gedacht, das wäre hier die Regenbogenflagge, weil da wirklich alles kunterbunt drauf war. Nein, das war eine Flagge, die konnte ich auch nicht zuordnen. Also es waren bunte Kacheln, alles Mögliche. Und in linker Hand hat er eine Pizza. Und das ist eine ja, okay, bring mal Müll weg, komm wieder zurück. Dann kommt er mir entgegen
Hebt die Flagge hoch, Veti hebt seine Pizza hoch und dann schlammlammlammlamm, schlammlammlamm. Ja, Alter, wo bin ich nur gelandet? Also bei denen hatte man auch das Gefühl, der hat seine Medizin nicht genommen oder er hat etwas anderes genommen. Ja. Ich meine, was soll ich dazu sagen? Ich meine, die Welt ist ja, ich meine, vielleicht hat das ja irgendeinen Grund gehabt, den wir nicht kennen. Ich, keine Ahnung. Vielleicht hat er auch nur seine Pizza gehuldigt. Ich weiß es nicht. Ja, mag auch sein. Drück mal Touchpad lange, sagst du. Ja, das ist ein, dann kommen wir in den Interaktivmodus. Vielleicht machen wir das einfach irgendwann mal. Ja? Unsere PSN-Namen, ja. Wie gesagt, wir machen gerade eine Spieleliste. Ist sowieso gerade ziemlich schwierig. Wieso habe ich dieses Auto? Ich habe doch eigentlich das Jester gewählt. Das wundert mich jetzt gerade. Ich habe das gewählt und hab's auch bekommen. Achtung, ich lande auf einen. Ja. Ich habe dich wieder. Sag mal, ich Oh, habe dich sag mal, gerade wieder was macht gerade doch? ge. Ich habe dich wieder gerade gebogen und du schiebst mich hier zur Seite. Was bist du denn für ein Minusmensch? Ehrlich, du. Wir haben uns irgendwie verhakelt. Nee, du, wir haben uns nicht verhakelt, du hast mich hier beiseite gebumst, hast du mich. Aber dann würde sich das anders anfühlen. Ja, kaum was gespürt habe ich davon eigentlich. Oh, ich bin abgedriftet. Oh, was fahre ich mir hier eigentlich zurecht? Ach, liebe Twitch-User, ihr seht übrigens die Sicht von Waldi und YouTube-User, ihr seht die Sicht von mir, von dem Dan. Hallo? Bloß So, wenn es kommentieren. einmal nicht läuft, dann richtig. Ja, läuft, ne? Aber wenn denn richtig? Mich gerade gewundert, ich habe doch eigentlich die Musik ausgemacht, aber das ist also diese Standard-GTA-Musik, die da trotzdem immer noch läuft. Ach, come on. Ach, verdammt. Jo. Na, hier reiße ich nichts mehr in dieser Runde. Oh, sag das nicht. Wir sind ja auch noch dabei, uns hier drum zu failen. Was? Gleich beim ersten Mal? Ich glaube es nicht. Was? Ich habe zum ersten Mal die Chance hinbekommen. Oder die Rampe. Sag mal, hast du irgendwelche Mods hier eingegeben oder Cheats oder? Kann ja gar nicht Einfach glauben, mal dass das gleich. gelippt. Ja, nee, ist klar. Oh, Gleich und jetzt oben bleibe ich drückt und sie natürlich hier in so zwei. einem komischen Teil hier hängen, du. Kann das sein, dass du, wenn du GTA spielst, immer grundsätzlich hier das Tourette-Syndrom bekommst? Wieso? Ich rede doch noch recht friedlich. Na ja, gut, okay, stimmt. Ich wollte gerade sagen, das kennen wir doch schlimmer Du von ihm. Ficker. Danke. Seit 18 Sekunden vor mir. Ja, nee, 8 Sekunden, 8 bis 12. So merkwürdig zu spielen ohne Musik. Ist merkwürdig, ne? Das ist. Ja, aber das ist, glaub mir, das Ich ist weiß, ich wesentlich weiß, besser ich gerade weiß doch. für Twitch und so weiter und so fort, weil sonst kriegen wir ein wenig Probleme. Urheberrechtsprobleme. Wobei kommt ja auch Ne. noch Artikel 13, ne? Das ist ja. Bin ich mir gerade nicht so sicher, Doch, ist ob es abgestimmt. wirklich. Ja? So wie ich das verstanden habe, ist das safe. Wir wissen nur noch nicht wie, aber hey.
Ich bin mir gar nicht so sicher, weil der Aufschrei ist wirklich dann doch so groß, dass ich, wie gesagt, ich bezweifle, dass das wirklich genau so durchgesetzt werden kann, wie sie sich das vorstellen. Bin ich ganz ehrlich. Der Aufschrei ist dann doch wirklich zu groß. Oh, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen euch da hinten. Oh, tatsächlich, da ist er ja schon. Es tut mir leid. Verdammt. Eine Reifenlänge Bin weiter aber vorne gewesen. auch, ich bin aber auch gut gelandet bei diesem letzten Sprung da. Das war auch mein einziges Glück, nachdem ich vorher alles verbaselt habe. Los, komm, beweg den Unterkiefer, beweg den Unter. Oh, jetzt ist der. Nein, aber wie ihr festgestellt habt, ich habe keinen Mittelfinger, dementsprechend konnte ich nur die Faust zeigen. Du hast ein sehr soziales Alienwesen. Ja, ne? Kann bestimmt auch nicht beleidigen. Du Blume, du. Vergiss nicht meine Beleidigung, die ich irgendwann mal gesagt habe. Der Knackarsch, werde ich echt nie vergessen. Das ist Komm, Momente, die das Leben bereichert. einmal Rumba Zumba hier oder nur mit Festen? Ja, komm hier, AP. Gleicher, da kann sonst Andreasen nicht mithalten. Da hätte er Ja, ja die kann er ja Eier. sowieso nicht. Ja, drum, komm. 5 Minuten? Oh, die Joten, die Katze schläft. Oh. Der harte Waldi. Ja, der harte Waldi. Die Katze schl. Ja, gut, ich kenne das aber. So, ich bin jetzt mal arrogant und wette auf mich selbst. Ich habe Blut auf meinen linken Ärmel. Oha, Ja, ich habe was keinen gibt's? Ärmel. Ja. Scheiße. Wo bin ich denn hier? Das ist ja komplett Kacke. Oh, sag mal. Mal. Hab dich doch auch abgeballert, habe ich dich doch. Scheiße, ich muss nachladen. Ah! Aua. Nö, brauchst du jetzt gar nicht hingehen. Schöner Blutspritzer an der Scheibe. Ja. Schön auch noch. Wisst ihr, das ist. Ich meine, ich finde das Spiel hier auch sehr realitätsnah. Ich meine, ihr läuft da so durch die Gegend, durch euer Haus, ja? Und dann fährt Da. einfach mal ein Alien auf dem Fahrrad durch die Gegend. Danke. Das. Und er Ach, verdammt, ich komme um die abholen. schießt dich. Hast du Glück, ob du mich mit dem Fahrrad umgeworfen hast? Au! Du hast E.T. erschossen, Mann! Ja, und so ein komisches Gesicht jetzt hier auch noch. Ja, oh, das wollte ich gerade machen. Ja, nee. Wird nichts mehr. Au! So. Scheiße. Spürst du da überhaupt was? Hast du überhaupt eine Nase? Sag mal, willst du mich jetzt hier irgendwie so ein bisschen beleidigen? Willst du mich? Du hast. Irgendwie bist du irgendwie. Ich weiß nicht. Ein Verwandter von Dumbledore? Alter, das gibt's Wie nicht. heißt er? Nee, Voldemort. Voldemort, genau. Der ohne Nase. Ja, aber wenn es heißt, was kostet das Eintritt? 5 € pro Nase, dann ist er jetzt ein Rabatt. Oder? Zumindest Ich gibt auch weiß, der Eintritt war schlecht, für Tempo aber. aus. Nee, das stimmt. Wenn ich mich. Na, verdammt. So ein Mist.
Wer wirft jetzt hier wieder mit Konserven rum? Andreasen. Nee, ich nicht. Mann. Auto-Aim ist manchmal nicht wirklich sehr hilfreich. Kann hilfreich sein, muss es aber nicht. Au! Sag mal. Mal. Scheiße, der hat mich richtig gezielt. Verdammte Kacke. Doch, ich hab richtig gezielt. Andreasen, komm hoch, ich sehe dich doch. Verdammte. Wenn ich schnell laufen will, hilft Schleichen nicht unbedingt, ne? Das sah gerade sehr lustig aus. Erst springt der eine runter, dann springt der andere runter, dann springt der eine hoch und dann der andere. Ah, komm. Alter Schwede. Ich dominiere dich, stand da gerade. Yes! Wo wart ihr zwei denn eben noch zum Schluss? Jetzt gerade, ich war noch im Schlafzimmer. Ja, da gehst du hin. Oh, ich muss aufstehen. Sieht schon cool aus, ne? So ein Tanzen ist. Ey, ich finde dieses Outfit geil. Frag mich nicht warum. Du hast den YouTube-Chat so ein bisschen im Auge, ja, ne? Keiner da. Jo. Aber wir kriegen ja immer so hinterher die Kommentare. Das finde ich bei uns ja immer sehr interessant, ehrlich gesagt. Trauen sich währenddessen nicht. Bitte? Trauen sich wohl währenddessen nicht. Nee. Hat einer von euch schon hier die neue Serie auf den großen Streaming-Anbieter gesehen? Die Umbrella Academy? Nee. Kann Lohnt ich sich? Nur empfehlen, ja. Okay. Toll. Ich habe jetzt mir rosa? Jetzt... Ich bin orange jedenfalls. Habt ihr Bodyguard schon gesehen? Nicht den Film, die Serie. Achso, ich wollte gerade sagen, also den Whitney Houston, ja, kenne ich, fand ich meins. Oh, verdammt, ich habe schon wieder das falsche Fahrzeug. Aber hier, guckt euch mal Mittelfinger an. Alter. Nein! Alle drei sind rausgefallen. Ja, ach, du zum auch? Schluss jetzt. Ja, ich aber zum Schluss. Verlierer, wieso? Ich bin zum Schluss rausgefallen. Ganz als letztes. Alle tot. Siege ein, geht doch. Oh, was? Ehrlich? Aber dennoch ja. Tot. Schweinerie. Ja. So, nachdem ich gesagt habe, wird schwierig jetzt, ist unser Chatter auch gegangen. Ja, gut. Macht ja nichts.
Ja, das müssen wir vorher einkalkulieren oder einplanen, so sowas mal. Wenn überhaupt, ja, oder Oder wennst du es ankündigen mal. oder so. Ja, genau, das meine ich damit. So, Vorab-Ankündigung. Ja, aber dann vielleicht auch über einen zweiten Account. Nicht unbedingt auf meinem Haupt-Privat-Account, das muss nicht sein. Habe ich mir auch so überlegt, währenddessen. Moment, bitte noch nicht losfahren, meine ich jetzt ehrlich. Ich habe irgendwie gerade Musik, die muss ich mal eben ausstellen, bitte. Und deswegen muss ich auch reden, damit die jetzt nicht unbedingt zu hören ist. Weg damit, weg damit. Okay, 3, 2, Achso. 1, los. Toll, ich bin in der Mitte. Lampe, halt mich auf. Lampe, halt mich auf. Scheiße. Ja. Oh, hier sind ja Mega-Bremsspuren. Nein! Tschüss, tschüss. Das war ein bisschen zu viel Anspruch. Nein! Ja. Ich musste nichts machen. So ein Scheißer, Mann. Was Ah, war nee, das denn? er ist noch da. Ja, nee, alles klar. Sven, nein, also wie gesagt, das müssen wir vielleicht mal mit einem Stream-Event oder ähnliches. Das müssen wir tatsächlich mal auskoren. Vielleicht mache ich das mal über meinen zweiten Account. Das ist nicht schlecht. Da sind sowieso noch ehemalige von irgendeinem Stream-Event sogar noch Leute drauf. Kann ich mal machen. Kann ich mal machen. Ich lasse es dich wissen. Ich habe mal einen Screenshot gemacht von deinem Namen und werde dich wissen lassen, wann wir so ein Stream-Event machen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Bitte fühle dich nicht vernachlässigt. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun. Das ist jetzt einfach nur gerade schlecht einzubauen. Warum bist du Ich muss eigentlich nur die mal Musik quasi ausmachen. gegenüber? Was? Okay, Entschuldigung. Mach Ich falte nichts, alles zurück. gut. Okay, zählst du an? 3, 2, 1, los. Schmeiß den Walli raus. Nicht den Dan. Nicht den Dan. Sag mal, Andreasen. Ja. Hast du dir schon. Hast du Nein, nein, dich. nein, Ja, nein, genau. nein! Ja, da, ja! Du bist Ja, auch schon wieder Mann! tot gegangen, oder? Nein. Ja. Meine Hose brennt, glaube ich. Naja, wieso nicht? Besser als gar nicht. Ja, das stimmt. Besser als gar nicht. Definitiv. Nein, über den zweiten Konto ist das vielleicht wirklich besser. Ja? Oh ja, hier. Ha. Geile Sache. Wo ist dein Alien-Kostüm? Ist nicht möglich in diesen Sumo-Dingern, weil ich doch hier so einen speziellen Rennanzug trage da. Okay. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Jetzt dieses Arena Wars? Nee, in Franklin's Arms. In Franklin's Nee. Arms House. Ich glaube, Arena war das vorletzte, ne? Ich glaube ja. Ja, das letzte war das schöne Rennen. Komm, einmal für die Zuschauer, oder? Einmal für die Zuschauer. Komm. Einmal für die Zuschauer. Im Business. So ein richtiges Jo, hau Peng-Peng. raus. Ding draus machen, Ja, okay. oder? Ist okay. Dann lass krachen. Anfangswaffe unbewaffnet. Na, das ist sowieso grundsätzlich die beste Idee. Toll, habe ich jetzt Anfangswaffe eine Pistole. Wo du sagst, ich gar nicht drauf geachtet, was ich mir rausgesucht habe.
wünsche euch allen noch viel Spaß. Ja, vielen Dank dir auch, Sven, und vielen Dank fürs Ebenso. Zuschauen. Au! Sag mal. Habe ich dich getroffen? Ich habe dich nicht mehr gesehen, du. Ich konnte einfach Nee, nur noch ich auch nicht. schlagen. Was? Oh, ich habe doch als erstes ausgeholt. Macht nichts. Ich habe gewonnen, das zählt. Was? Ich habe dich doch abgeschossen. Wieso hat das mir nicht so Wappenbu? Ach, verdammt. Ja. Ach, verdammt. Verdammt. Ach, du hast auch die Waffe. Wie cool ist das denn? Ja. Ey, das gibt's nicht, ne? Au! Ich bin voll in deine Granate gelaufen. Ist auch nicht schlecht. Feuerwerk. Ja, die zweite hat mich dann doch erwischt. Aha, au, sag mal. Voll ins Auge. Es tut mir so leid. Ja, nee. Au. Oh, Scheiße. Du bist auch drauf gegangen, oder? Ja, natürlich bin ich drauf gegangen. Was denkst du denn? Du dreckiger Lümp. Sag mal, warum spawn ich? Weil du es verdient hast? Alter, das gibt's nicht. Ey, das gibt's nicht, Ey, das obwohl ich ist nachladen unglaublich. musste. Ey, das ist so ein Rotz, wo ich jetzt andauernd wieder respawnen werde. Verdammt. Verdammt. Au! Wie du am Twitch-Name siehst, spiele ich auch noch Pokémon. Welches Pokémon wollt ihr denn sein? Ich bin ein Flamara. So werde ich auf der Arbeit irgendwann genannt. Das heiße Flamara. Die heiße Tamara? Flamara. Die Ah. Pokémon-Banause. Ich hab doch keine Ahnung davon, Mann. Ja, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung von Pokémonsen, Monse. Pokémonsen. Ich, was weiß ich? Ich habe keine Ahnung. Au! Habe ich dich erschlagen? Ja, hast du. Cool. Oh.
Aber wir haben uns gegenseitig abgeballert. Boah, das war aber das war ein schöner Double Kill. Das war ein schönes Ding zum Schluss, ne? Ja. Okay. Was siehst du? Ich habe sogar noch einen Rang erhöht jetzt gerade, so nicht schlecht. Und weil die, wie fühlt es sich an, mal zu gewinnen? Das letzte Mal habe ich doch die Spieleliste gewonnen, ne? Nee, das war davor. Also das ist grundsätzlich schon mal ganz lange her und da hast du auch alleine gespielt. Oder? Das war letzten Sonntag gegen dich. Ah. Stimmt, ich erinnere mich, da hatte ich noch beide Hände gebrochen. Und, ja. Ah, nein. Arena War. Ja. Wrecked. Ach, siehste, wann kommt eigentlich jetzt hier Wreckfest für die PS4? Ich habe absolut keine Ahnung. Gut, wäre aber wirklich mal nice zu. Bin beide ahnungslos. Finde ich toll. Wäre nice zu know, oder? So, ich habe letztes Mal ein ziemlich mieses Auge gehabt. Ich nehme jetzt mal wieder das. Dasselbe, was ich zum Anfang hatte. 14. Achso, nee, das ist was anderes. Ja, keine Ahnung. Lass mich raten, ihr sucht gerade noch die Outfits durch? Nein. Yep. Ich hab's mir so gedacht. Ich nehme eins, was ich vorher noch nicht genommen habe. Also Wreckfest ist für diejenigen, die jetzt auch ein wenig älter sind wie wir, Destruction Derby der PS1. So ungefähr kann man Wreckfest bezeichnen. Vielleicht kennt ihr es schon vom PC, aber soll auch dieses Jahr auf der PS4 rauskommen. Freue mich persönlich schon sehr drauf. Ich glaube, ich bin ganz zufrieden mit dem Auto hier, was ich habe. Oh, ich überhaupt nicht. Das steuert ganz schnell. Das übersteuert ganz schnell. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, und Andrea, sie klebt an meinem Arsch, wie im realen Leben. Das kommt davon, das färbt ab als Hundebesitzer bestimmt. Ja. Ich wollte gerade sagen, seit wann hat Andreas einen Hund, aber ja, stimmt. Verdammt. Ja, Alter. Als Hund würde ich es jetzt nicht bezahlen. Oh, ja. Ne, Fußhupe höchstens. Fußhupe. Das ist ein Kotelett mit eigentlich. Fell. Kotelett mit Fell, ja. So gemein. Na, hier sind wieder die Dinger. Die kleinen Fässer. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dieser Karre hier. Vielleicht nicht die schnellste, aber ich komme mit der hier am besten klar. Du nicht? Nee, ich habe mir Schrott ausgesucht. Also ich habe echt Schwierigkeiten. Es übersteuert ganz schnell und da muss ich tierisch aufpassen. Jetzt klebt mir auch noch Andreasen im Nacken. Und kloppt mich mal eben weg. Und hat sich selber auf die Seite gelegt. Ja, ich bin an der Bande weitergefahren, ja. Weißt du, zu dumm zum Autofahren hier, ehrlich, du. Alter! Aber danke fürs Mitnehmen. Ja, gerne doch. Dan hat uns gleich schon überholt. Überrundet. Ja, viel fehlt nicht mehr.
Was? Kannst du wieder mitmachen? Ich sehe das gleich mal. Ich durfte jetzt mal eben einmal am Rädchen drehen. Ah, okay, dann bist du jetzt im Zuschauerraum, darfst du gucken. Ja, genau. Hier war gerade eine Mauer. Oh, von Trump gebaut? Ich, vielleicht war es auch ein Überbleibsel von früher aus Deutschland. Ah. Ich gönne mir erstmal einen Whisky. Whisky. Das hätte ja sein können. Also entweder von Trump gebaut oder eine Mauer, die sinnvoll ist. Das sind zwei verschiedene Dinge. Soll ich warten am Ziel, damit du durchkommst, oder soll ich durchziehen? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, vielleicht ganz kurz. In welcher Runde bist du denn? Warte, ich habe gerade damit zu kämpfen, dass eine Mauer hochgeploppt ist und ich in die Luft geschleudert wurde. Ich bin in der Runde, ja, gute Frage. 9 von 10. Ah, okay. Vorsicht, ich stehe, ich bin hier quasi ganz am Rand. Geht noch nicht. Kannst du gucken? Ja. Ist wunderbar. Bei mir kommt kein Geräusch. So, kannst rein. Oh, Mine! Scheiße! Ich finde das persönlich sehr geil gemacht. Vor allem hier, vor allem, wenn ich hier alleine das hier zum Schluss. Und vor allem, wenn ein Spieler ausgeschieden ist, dass er danach durch die Tribüne die Möglichkeit hat, selber noch zu spielen, selber noch was zu machen, anstatt einfach nur zuzugucken. Finde ich persönlich sehr nice gemacht. Und das Stadion hat endlich mal einen Sinn. Ja, das stimmt. Oh, und es gibt sogar Punkte, obwohl man ausscheidet. Finde ich auch sehr schön. Ja. Oh, ich habe heute was Böses gelesen, was richtig Böses. Ich hatte heute meinen ersten Boxkampf. Es war schmerzhaft, es floss Schweiß und Blut. Aber auch wie sonst ist mein Vater gekommen. Ja, der braucht ein bisschen. Nee, ich habe ihn verstanden, aber schon ziemlich krass. Ja, er ist krass. Und damit herzlich willkommen, liebe Twitch- und YouTube-Zuhörer. Nein, mal ganz im Ernst. Ja? Dieses Spiel ist ab 18. Wir haben es auch darauf hingewiesen. Ja? Und wir können nicht darauf, können wir nicht, dass hier noch irgendjemand dabei zugucken. Aufpassen können wir darauf nicht, von daher. Da darf der Hobo auch her da sein. Sehe ich nämlich auch so. Aber damit es nicht allzu. Gibt es auch sowas wie Barbie Beauty Palace oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Falls ja, sollten wir uns mal damit mal beschäftigen. Oh Gott. Oh Gott, wir haben nur eine Waffe. Sicher jetzt erst. Damit du. Ja, damit du Barbie spielen kannst hier. Auf Twitch. Und. Scheiße, verdammt, ich musste nachladen. Oh. Du, ich glaube, er musste nachladen. Ach, verdammt.
Was ist denn für ein komisches Geräusch? Hat irgendwas. Ich habe Andreas erschossen. Dann macht das. Ja. Achso, okay. Das war nur ganz kurz. Eine Salbe, weg. Zeig dich, Andreas, und komm. Komm. Nee, lieber nicht. Mensch. Oh, endlich. Ich habe gedacht, der fühlt sich gar nicht mehr an. Ach, Mensch. Stimmt. Irgendwie hat, irgendwie hat mein Controller was gegen Waldi. Ich habe keine Ahnung. Jedes Mal, wenn ich ihn anvisieren will, wird's nix. Sag mal, das gibt's. Das hat nichts. Ich bin wieder. Lokal. Es geht nicht. Scheiße. Hat er dir auch eine reingeklemmt? Ja, natürlich. Von hinten sogar. Also, weißt du, Andreasen lege ich hier komplett nieder. Aber bei dir habe ich echt so meine Schwierigkeiten, keine Ahnung warum. Irgendwie will mein Controller da nicht. Hinter dir! Ja, genau. Ja! Meine Güte noch mal. Endlich. Kann er nicht sein hier. Ach verdammt. Hinter dir. Ja. Ach, verdammt, ich muss den nachladen. Sag mal, kann das Ding auch mal nach richtig. Ey, wie oft soll ich denn noch auf die Verdammt! Ich wollte gerade sagen, du solltest wieder anfangen zu schlagen, damit warst du irgendwie echt besser. Ja, ne? Ja. So, hab ich jetzt gemacht. Ja! Dritter! Mann, Mann, Mann! Du, wenigstens auf dem Treppchen. Ja, ist ja auch so schwierig. So, komm, hopp, hopp. Jetzt kommt das letzte Rennen.
Nein. Oh, nee, ach, nee, stimmt. Oh, ja. Falscher Sprung. Richtig. Das hat die letzten Male ja auch so gut funktioniert. Ich wundere mich, weil normalerweise warst du ja immer derjenige, der... Der Fallschirm oder diesen Fallschirmsprung wirklich dominiert hat. Gegen dich kam ja kaum einer an. Früher zumindest. Ja, früher. Da war alles grüner. Als wir noch jung waren. Da waren wir noch. Junge Buben waren wir da noch, waren wir. Ach, verdammt. Ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Das ist scheiße, wenn du mir so eine Vorlage gibst mit diesem blöden Teil da. Weil die halt die Fresse. Halt die Gusch. Verdammt, halt das Maul. Halt die Fresse. Ach, Matthias rein. Übrigens auch der Soundtrack von Manta, glaube ich, ne? Manta oder Manta der Film, eins von beiden. Ich glaube eher Manta, glaube ich. Da kam das drin vor? Ja. Echt? Also nicht, habe ich hier geschaut. Nicht von Til Schweiger, sondern hier von diesen anderen. Gab ja noch einen zweiten quasi. Da ist er irgendwann mal mit seinen Manta durch die Gegend gefahren und war tierisch. Irgendwie seine Alte abgehauen, weil sie mag eher hier Wolf GTI-Leute. Ja, Film halt. Trash-Film. Und er ist dann durch die Gegend gefahren und hat dabei dieses Lied gehört. Und da bin ich, glaube ich, das erste Mal mit dem Lied wirklich, nee, gar nicht wahr, nicht gar nicht das erste Mal. Da habe ich dieses Lied auf jeden Fall wiederentdeckt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das Lied war. Ich glaube auch irgendwann frühe 90er, ne? Kann das sein? Ja, das oder muss war 90, das 91 gewesen sein. Ja, ich wollte gerade sagen, erinnern, dunkel kann ich mich auch. Ich meine, du warst da ja schon 30, aber Zarte 9, ja guck. Ich war 91, war ich 5. Kann das sein? Ja. Ja. Ihr seid schon durch, ne? Also durch bin ich immer. Ich habe ganz viel Zeit. Mach das. Du hast für den Nachtclub deine täglichen Personal- und Geschäftskosten in Höhe von 1250 Dollar bezahlt. Ja, Leute. '91 bin ich geboren. Ja, kannst mal sehen. Weil da alle nix für wann wir geboren sind, ne? Ja, ich meine, Waldi ist ja auch 91 geboren. Nur das was? 1900. Ja, aber das 1900 davor dann nicht. 1700. 1700, ja. Vor Christus. Bitte? Vor Christus. Vor Christus. Vor Christus. Sag mal, habe ich unterwegs einen ausgelassen? Nee. Muss ich wohl. Nie beendet? Was soll der Scheiß? Was? Du bist aus diesem Landekreis bist du raus. Oh, ich bin aber doch im Landekreis gelandet. Na, das hilft nichts. Da, wo du zum Stehen kommst, das zählt. Tatsächlich. Alter, ich fühle mich hier gerade echt verarscht. Warum? Ich bin doch gelandet. Jetzt krieg ich bestimmt 0 Punkte, oder? Einen Punkt! Einen Punkt! Ja, sei froh, besser als gar keiner, Mann. Oh, das geht doch so nicht, Leute. Waldi, weißt du, wie das klingt gerade für mich? Ruhe jetzt, statt das Scheißrennen. So.
Ich würde sagen, hier Supersportwagen oder? Ja, würde ich sagen, ne? Nee? Nee. Nee, was gibt's noch zur Auswahl? Warte, wir fangen an. Nutzfahrzeuge? Transporter? Fahrräder? Das wird morgen nicht fertig. Wohl bemerkt, guck mal unten, für diejenigen, die das nicht kennen, das Rennen heißt Scheiß die Wand an, habe ich mal selber erstellt, vor 100.000 Jahren, und 33,83 Kilometer, sehr, sehr geil. Kompaktwagen, Limousinen, SUVs, Coupés, Muscle Cars, Klassiker, Sportwagen, Supersportwagen, Motorräder haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Und Geländewagen. Ich will Motorräder mal. Geländewagen. Ja. Eigene aus wieder. Und dann... Ich weiß nicht, hast du einen Geländewagen, Andresen? Nee, ja, nix. Jetzt ist zu spät. Ach du Scheiße. Was so? Nehme ich denn da? Ja, da muss ich glaube ich nicht lange drüber nachdenken, was ich da nehme. Scheiße, wo ist es denn? Nein! Ich hoffe, noch genommen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt für mich habe. Ich hoffe, meinst du auch noch? Oh. Ich habe Motorrad genommen, ich hoffe, das war... Naja, ich habe auch... Eigentlich habe die Sanchez gewählt. Ja, ich habe die Sanchez. Oh, geil! Und was hast du denn? Ich habe auch die Sanchez. Ja, der hätten wir auch gleich Motorräder nehmen können, oder? Ja, irgendwie schon. Aber schön ist... Willi! San Andreas hat das nur geholfen, wenn man sich nach vorne gebeugt hat. Das musst du machen beim Stoppen, glaube ich, oder? Ja. Was war das? Da hat wohl irgendjemand einen Silvesterknall ausgepackt. Oh, wow. Oder du hast jetzt einen Nachbar weniger. Oder das. Ja, genau. Kotelett mit Fell. Was rempelst du mich an? So, mach wer? Immer so weiter, habe ich kein Problem. Ach so. Kilometer. Das Schöne ist, 8 von 68 Checkpoints. Überholt dich ein Alien auf dem Motorrad, das ist so geil, ne? Das ist so ein spannendes Rennen. Alle gleich auf. Andreasen fährt gleich in die Böschung. Darf ich? Auf neues Bauen. Kein Bedarf zu? Wozu? In die Böschung fahren? Nee, gerade nicht. Ah, okay.
Irgendwie hakelt ihr heute so ein bisschen. Klingt ja, bei mir, bei euch aber auch. Das ist. Ja, dann hat die PSN-Server wieder eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Ja, die kacken mal wieder ab, wie immer. Nein, Quatsch, aber in letzter Zeit läuft es ja eigentlich relativ flüssig. Ja, wie es gesagt hat. Jetzt hatten wir aber schon lange nicht mehr, ne, dass da irgendwie großartige Schwierigkeiten gab. Ja, letztens wohl mal nachts zwischen 1 und 3 hatte ich schon mal gelesen, aber innerhalb der Woche wäre es da online. Nee, wollte gerade sagen. Wer ist da denn groß online? Ich meine, ja gut, die amerikanische Seite, die hat natürlich dann ein bisschen die Arschkarte gezogen, aber wir in Deutschland haben ja Gott sei Dank dann also ein bisschen Glück gehabt. Ausgerechnet, jetzt kriege ich Husten. Finde ich gut. Nein, das ist nicht schön und das wollen wir nicht. Ja, gute Besserung, aber trotzdem. Ist das geil, ist ein Kuh? Ja. Ob du keine Beine hättest. Du bist eigentlich schon so ehrlich gewesen. Mit zwei Rädern. Da ich das für die Aliens ja auch nicht kennt, vielleicht hat das ja seine Beine. Ja. Achtung! Also ich habe bisher noch keine Alien getroffen und. Weiß nicht, wie ich das so habe, aber. Hm? Ja. Ich glaube, wenn das so weitergeht, wird das eine ganz spannende Kurse. Ja, ich glaube ja. Irgendjemand legt sich bestimmt mal auf die Fresse. Mein Fickfinger kommt auf jeden Fall als erstes in den Ziel. So. Aber das ist auch das Wichtigste hier in diesem Spiel, ne? Ja. Ich finde das auch ehrlich gesagt schade, weil bei GTA 1 damals, 1997, da konnte man noch pupsen und rülpsen. Finde ich schade, dass man die Funktion rausgenommen hat, bin ich ehrlich. Ich fand es immer cool. Aber 1997 war ich 11, da fand ich vielleicht sowas noch cooler als heute. Aber irgendwie... Ging auf jeden Fall noch. Bei GTA 2 bin ich mir gerade nicht mehr so sicher. Ich glaube auch. Das weiß ich gar nicht. Ich finde es gerade schade, dass hier nur der Mittelfinger geht und nicht einfach noch so eine lange Nase machen. Bei der Fahrt. Ja. Das wäre noch lustig. Ja, Entschuldigung. Alles gut, war wir. Früher waren die Controller noch alle mit Kabel. Ja, yep. Und vor allen Dingen hatte ich eine der ersten Generationen und war ohne DualShock. Das heißt... Ja, Tito. Hier unten die beiden Knöpfe, L3 und R3, die beiden Drehknöpfe quasi unten, die gab's nicht. Die gab's nicht. Die waren gar nicht existent. Das erste Mal, als ich damit in Berührung kam, war tatsächlich bei dir, Andreasen, ne? Irgendwie um die 99, 2000, glaube ich, herum, kann das sein? Ja. Da hast du, glaube ich, die, so ein Ding gehabt. Mit DualShock, tatsächlich. Ja, das und kann das sein, ja. Total scheiße, weil der viel zu breit war und mit den Dingern konnte ich gar nicht um. Überhaupt nicht. Ich habe das Ding auch immer ausgeschaltet. Die L3 und R3 fand ich völlig überflüssig und ich habe auch nicht verstanden, deswegen dass das jemals gegeben hat.
Jetzt weiß es. Ja. Natürlich. Aber mir ging es damals nicht anders. Die Dinge habe ich auch erstmal gemieden, weil ich nur mit Steuerkreuz klar kam. Ja. Und heutzutage will ich nicht mal mehr ein Steuerkreuz spielen können. Naja, gut, doch. Bei wenn wir auf dem alten System spielen bei mir, hier auf der Super Nintendo oder sonst, kommen wir auch damit zurecht. Ja, wenn man die Alternativen hat, dann nimmt man, glaube ich, doch eher die Sticks. Ja, mittlerweile schon, ne? Oh Gott, Andreasen? Nicht jetzt, Windschatten. Ja. Wo bist du? Hinter euch. Ja, und jetzt bin ich noch weiter weg, weil ich den Checkpoint verpasst habe. Das ist mir auch bei dem Rennen schon so oft passiert. Vor allem möchte man da einfach nur vor Wut den Controller essen, oder? Ja. Genau wie letztes Mal, als wir gespielt haben, dieses Spiel ist jetzt den gleichen Checkpoint wieder verpasst. Genau, das ist mir gerade passiert. Ja, es gab so einige Raid-Tests von dir. Es gab so das eine oder andere Mal, an dem wir am liebsten einfach nur den Controller durch den Fernseher geworfen hätten. Oder einfach offline gegangen sind. So mit mal zack, offline. Oh ja. Es ist einfach nur, weil wir das alles scheiße fanden, alles unfair und grundsätzlich waren auch die anderen schuld. Das ist doch immer noch so, und oder wenn, nicht? Und wenn es die anderen nicht waren, war es die Internetverbindung. Ja, oder die Technik, ja. Ich hab da drauf gedrückt, aber der tut nichts. Ja. Ist manchmal so, habe ich das Gefühl, aber ob es dann wirklich so ist, weiß ich. So, wir fahren dieses Rennen schon gleich 11 Minuten. So lange kommt man gar nicht vor. Nee, wenn man selber spielt hier. Guten Tag. Oh Gott sei Dank. Nein. Ich muss streamen. Oh, scheiße. Das gefällt mir. Nicht gekriegt. Ja, das war klar, das gefällt. Ah, hat Andreasen gleich wieder Like gedrückt? So könnte man es sehen. Wäre ich doch mal ein bisschen mehr von Gas gegangen. Ja, gleich zum Schluss wird es ziemlich witzig werden, wenn wir hier gleich zum Schluss durch die Stadt eiern. Na, da bin ich glaube ich gleich gar nicht mehr bei, du. Meinst du? Hier ist ein Mensch lang gelaufen. Noch einer. Oh, in der Kurve gehupt. Ja, das kann ich auch noch. Da kenne ich einen damaligen Mitspieler von uns, der es grundsätzlich immer gemacht hat. Wenn du den magst. Oh ja. Wo bleibt der? Maps. Ach, da hinten ist er. Okay. Könnt ihr euch mal eben kurz verhakeln oder so? Nö, wird nicht passieren. Das wäre mir persönlich aber ganz lieb. Andreasen? Ja? Kann das sein, dass du irgendwie immer mal wieder das Headset ausschaltest und wieder anschaltest? Nein. Das ist die ganze Zeit durchgehend an.
Irgendwie höre ich ab und zu mal so ein lautes Knacken irgendwie. Ja, nee, das ist... Nö. Okay. Nein! Das ist schön. Fußgänger beleidigt mich als Bitch. Genau. Schlucher. Waldi? Also wenn es die... Fahr durch. Also Waldi, wenn es dir gefällt, kann ich dich auch lieber, dann können wir auch statt Bitch Schlucher sagen. Ist dasselbe, bedeutet es nur Frosch. Ja, okay. Ah, es ist ärgerlich, ey, dass ich mich da so vertändelt hab, da in der Kurve. Oder wir können nicht einfach... Nee, egal. Ja, ich kenn das. So. Sehr gut. Das passt auch. 6:09 ist das nicht eine Punktlandung? Ja, die Technik ist schon. Ey, ganz ehrlich. So geht das ja nicht. Ja, ja. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Bist du jetzt erwacht? Ja. Sind wir in einer Sitzung? Ne, sind wir nicht. Meiner lädt noch. Ah. Einer lädt noch. Ne, wir sind, glaube ich, unterschiedlichen Sitzungen, kann das sein? Nee, nee, doch nicht. Ich bin bei dir. Tatsächlich. Da kommt der andere. Was fährst du durch mich durch? Weil ich kann. Ihr müsstet eine Einladung für etwas bekommen haben. Habe ich schon angenommen, ja. Ah, für die Arena Wars mit mehreren? Keine Ahnung, ich habe ein Spezialrennen ausgewählt. Oder eins okay. Schaffen wir noch, vielleicht bevor es 9 ist. Ja. Ja. Autsch. Schon geil, ne? Ich liebe dieses Fahrzeug. Oh, die Server spacken heute aber extra rum, ey. Ja, tun sie auch wirklich. Ja. Wie machst du das denn? Das ist eins von den Dingern. Ah, okay. Weißt du, seitdem doch hier der Nachtclub dazugekommen ist und auch die Dance Moves. Ja. Ah, siehst du, guck mal. Seid ihr mit dabei? In der Sitzung? Ich bin dabei. Hoch. Ich war gerade am Trinken. So hört man, so hört man.
So hört man den Andreasen immer. Aber auf dem anderen. Immer grundsätzlich so. Hi. Ach, so ein Ding. Ah ja. Könnt ihr ein Fahrzeug auswählen? Gespannt. Nein, es geht nur das eine. Nein, nein. Du kannst nur die Farbe ändern. Ja. Ich soll die Lederjacke und Brusthaartoupee rausholen aus meiner Mottenkiste. Okay. Und das Schlimme ist, die gab es wirklich. Die gab es wirklich, die Brusthaar-Toupees. Die gibt es, glaube ich, immer noch. Damit das so aussieht, als hättest du gewaltige Brusthaare. Brusthaare des Todes. Ich meine mal ganz ehrlich, wer trägt ein Arme auf der Brust? Ja, oder Atze Schröder. Ja? Also L3, also Hupen, um zu sprengen, und X, um den Fallschirm zu nutzen. Genau. Danke für den Hinweis. Falls das mit X hätte ich ja schon wieder vergessen. So ein Scheißkerl. Nur weil jemand quergekommen ist. Oh, so ein Bumskopf. Zu ätzend, wenn andere Leute nicht fahren können und du deswegen rausfliegst. Ja, vor allen Dingen, fehlende Fahrgeld werden oftmals durch RAM ersetzt. Ah, das ist das, was ich persönlich so ärgerlich finde. Aber ganz vorne leuchtet gerade merkwürdigerweise ziemlich human ab. Ich bin auf Platz 8. Adrian? 4. Erster. Ui! Ach, denn dann bist du gerade an uns vorbeigezogen, wo wir uns da so ein bisschen gekabbelt haben, ja? Naja. Irgendeiner hat hier gerade vergessen, den Fallschirm zu öffnen. Scheiße. Ich komme hier nicht mehr weg. Ach, verdammt, das ist da ganz oben. Ach, ich hänge hier auf dem Boden rum, Mann. Okay, du hast den Fallschirm nicht geöffnet. Ja, jetzt bin ich Achter. Und ich hab gedacht, es geht auf dem Boden weiter, was? Ah, verdammte Scheiße. Ja, okay, ich war das gewesen. Ach, ich war Erster. Fuck it. Nun bist du? Siebter. Ach so. Dann bin ich das hinter dir. Okay. Fünfter. Ja, das Schlimme ist, dass desto weiter hinten du bist, desto größer die Ränge und Schubfer. Na, der hat sich zerledigt gerade. Okay. Vierter, ja, das geht ja. Oh. Andreas macht das Rennen, ne? Ich bin Zweiter gerade. Fehl auf dich. Fehl auf dich. So. Oh, da ist einer seitlich weggeflogen. Meine Chance, ich kann jetzt Sechster werden. So, Erster. Sehr gut.
aktuell Sechster. Vierter. Ja! Ja! Erster. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Aber auch nur, weil sich der zweite irgendwie noch zerledert hat. Der war eine ganze Zeit in meinem Windschatten und dann war der auf einmal weg. Okay. Oh, da kommt einer wieder fahren und hängt an der Planke fest. Und so bin ich bei dem hängen geblieben. So eine... Ah! Ich halte schon meinen Mund. Sag doch nichts. Hau raus. Oh. Nein, jetzt bist du Letzter. Nein, ich bin Sechster. Ich hätte noch den einen eigentlich überholen können, dann flankt er sich da weg. Ich bleib natürlich an ihm hängen und der andere fällt vorbei. Hm. Ich glaube, der hängt nicht. Der erste Blut fest. Hm. Oh, oh, oh. Oh, jetzt regt mich voll auf, ey, wie anderen Leuten da feststellen zu müssen. Ja. Bin ich das nicht gewesen, wenn ich Idiot gewesen wäre? Ja. Aber ich. Ja, Andreas, wir können nicht. Hässlich wie im realen Leben, aber wenigstens hier mal was geschissen kriegen. Das ist richtig gut. Tja, Jungs und Mädels, damit haben wir jetzt kurz nach 9. Jo. Ich gehe wieder in den freien Modus. Ich auch. Hi. Ich sage erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und das war es gewesen tatsächlich jeden Sonntag von... Entschuldigung, ich habe gerade Cola getrunken. Warte. Ja. So, habt nicht gehört. Uiuiuiui, Entschuldigung. Also, damit erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Jeden Sonntag von 19.30 Uhr bis um 21 Uhr auf Twitch, genauso wie auf unserem YouTube-Kanal. Den werde ich hier gleich nochmal im Twitch-Kanal und Twitch-Chat reinschreiben. Damit auch, dort findet ihr aktuell, also auf YouTube haben wir gerade aktuell Sims 4 am Laufen, unsere Trompeten-WG. Das heißt, ich habe mich, ja, an den realen Fotos habe ich mich ein bisschen gehalten. Ich habe Passfotos von uns dreien habe ich mir rausgeholt, genauso wie von Alt-Ernie, und habe die dann exakt versucht nachzubilden, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Auch die Berufe und die Körper, ja, alles, was ein bisschen damit zu tun hat, ja, haben wir dann damit mit in die Sims 4 wirklich reingeballert. Und nein, mal ganz im Ernst. Es ist kompletter Nonsense, es ist kompletter Schwachsinn, das ganze Let's Play ist ein Schwachsinn. Dementsprechend macht es auch Spaß, also mir persönlich macht es Spaß. Das ist übrigens auch eins der erfolgreichsten, die wir haben aktuell. Na egal. Jedenfalls, wenn ihr das schauen mögt, sehr gerne. An Mr. Andreasens Kanal werde ich hier die Tage in der Videobeschreibung reinknallen, morgen spätestens. Und hoffe, ihr auch zukünftig da drin haben. Je nachdem, ich bin dann auch am Basteln. In diesem Sinne erstmal, wie gesagt, vielen Dank, Jungs. War einen schönen Abend. Auf jeden Fall. Ja, ich sag auch danke. Kommt alle wieder gut in die Woche. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wieder mit GTA. Wäre vielleicht sogar nochmal ein Anstoß, vielleicht nächste Woche nochmal zu machen, vielleicht eine andere Playlist. Ja. Bis, kommt, Hashtag Werbung.